So, meine Freunde, es geht wieder weiter hier mit Let's Play Silent Hill 1. Und ihr wisst ja, das Monster fällt nicht weit vom Radio, ne? Moment. So. Das ist ein Steuerrad, aber kümmern Sie sich jetzt nicht darum. Okay, kümmern Sie sich nicht darum. Aber darum kümmern Sie sich, denn Sie kümmern sich und kümmern sich und kümmern sich und kümmern sich und kümmern sich. Gott. Okay. Übrigens, ich weiß, für was die rote Flüssigkeit ist. Aha, sie soll mir helfen, einem guten Freund zu helfen. Aber wir haben. Was zum. Aber wir haben keine guten Freunde. Wir sind alle verrückt. Wirklich. Wen haben wir denn. Was für. Wow, was ist denn jetzt. Wow. Okay, wen kennen wir denn alles? Wir kennen Dr. Kaufman. Das ist ein. Ist das ein Freund? Nein, das ist eher so ein Irrer. Irrer Psychopath. Irgend so ein Schnösel. Irgend so ein Doktor. Da können wir noch Sybil. Oh, das ist seine Frau und kein Mann. Nein! Ach du Schnösel! Ah, das ist ja echt Knorke. Machst du das? Mach Platz da. Ja, geht auch. Jo! Rennen. Oh, du Schnösel! Jetzt mach doch mal Platz da. Gott. Was ist doch alles hier, du elender Penner, du. Okay, hier ist ein Energiepick. Ich glaube, ich muss. Ach, ihr seid doch alles Schnösel. Wieso ein Schnösel? Ich weiß es nicht. Wollt Schnösel sein? Cool ist deswegen. Nein. Ja, keine Ahnung, was rede ich hier eigentlich für einen Scheiß? Ich weiß es nicht. Schlimm. Irgendwelche Viecher, die mich von hinten angreifen. Ihr wisst ja, nur der Weihnachtsmann schleicht sich von hinten an. Und diese Viecher. Nein, war ich in die? Nein, hier war ich noch nicht. Und Samael. Vielleicht finden wir ja auch bald heraus, wer Samael ist. Wer weiß das schon? Ah, du dummes Fledermäuschen. Mäuschen vor allen Dingen. Ach, guck mal da an. Guck mal da an. Guck mal da. Guck mal da an. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Oder? Ja, wir speichern einfach mal. Scheiß drauf. Wir haben ja schon lange nicht mehr gespeichert. So, Leiter aus. Wir sind jetzt im Leuchtturm. Und es ist eine berechtigte Frage, warum im Speicher. Also in Speicher-Tagebüchern alles auf Englisch steht und das Spiel sonst auf Deutsch ist. Nun ja, das ist, ich hab doch keine Ahnung. Wait. Damn, I was too late. Wo bin ich denn gelandet? Wer muss ich jetzt den Würfel benutzen? Moment, Moment, Moment. Moment, 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 Moment. Wo ist da der Würfel? Da, ne? Nee, muss ich nicht. War ich dir? Nein, auch nicht. Schade. Ich soll dir einen Freund damit helfen, aber wenn hier niemand ist, den ich helfen kann, wie soll ich denn dann helfen? Ist doch überhaupt gar nichts. Was soll ich denn hier? Nicht zum Dingensbummens für völlig umsonst und so. Die ganzen Mühen und die ganzen Mühen und die ganzen Kilometer, die ich gelaufen bin, waren vergebens. Schade. Na, ich bin wieder. Hä? Was mache ich denn? Bin ich denn Jeck? Ja, bin ich. Ich habe auch hochgelaufen, das gibt's ja gar nicht. Naja. Auf jeden Fall müssen wir wieder runter. Und dann, ich habe keine Ahnung.
Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Hä? Soll ich jetzt mal einer kapieren? Gott, was ist denn jetzt los? Jo, ist richtig. Jo, ist... Hä? Achso. Sybil hasn't come back. Ja, und nun? That creep's sure to show up at the amusement park pretty soon. Let me be on time. Ja, und wo ist dieser Vergnügungs-Gangsterpark, wenn ich das mal so erfahren darf, mein Freund? Ach, guck an, da hinten. Da ist da nämlich der Park. Ja. Mach, dass ich da ankomme. Und zwar sofort am besten. Ja, das wäre nämlich irgendwie cool, dass ich da nochmal heute ankomme. Glüb. Er läuft ja auch von Pontius nach Pilatus. Von A nach B und wieder zurück, ohne um festzustellen. Ach, zu spät. Was für ein Pech. Also ungefähr, guck mal das hier gerade vor. Oh, leider zu spät, du musst wieder zurück. Was, du willst hier lang? Zäh, gibt's nicht. Schloss kaputt. Oder so ähnlich. Ich möchte aber gerne mal wieder in die normale Welt. Weil irgendwie... ist mir das gerade unheimlich hier. Hey, selbst... ja, super. Und nun? Ja... Herr... Herr Karte, ich komme hier nicht lang. Herr Karte, also bei. Und nun? Einen anderen Weg finden. Irgendwo hier hinten. Irgendwo hier hinten. Hier. Müsst ihr hier irgendwo lang können? Das gibt's doch gar nicht. Hm. Ach schon, ein Affe wieder. Gibt's auch gar nicht mehr, diese Äffchen. Ach cool, Tonikum noch gefunden. Und ein bisschen Schrotmunition. Nett. Das Spiel ist ja heute mal nett zu mir. Also irgendwie, ich muss hier mal richtig gucken. Ich muss hier doch irgendwo lang. Das kann doch nicht sein. Wie ist Sybil da hingekommen? Knusper, knusper. Harry Mason. Lecker Mason-Fleisch. Köstlich. Geradezu deliziös. Ich kenne mich da bestens mit aus. Nein. Ah. Wie auch immer, hier mich auch immer von hinten anspringt. Schwule. Ach, hab ich gar nie gesehen, den Scheiß, ey. Na, endlich. Irgendwas scheint irgendwas mit Sybil und dass ich da runter muss. Der Rest ist uninteressant. Cool. Sie will ja auch meine beste Freundin, weil Harry sorgt sich ja schon um sie, ne? So ein bisschen. Sonst wird er ja nicht hinterherlaufen. Oh Gott. Okay.
Und da ist das Zeichen von Samael. Der Teufel himself. Okay, ich muss hier irgendwas machen. Aber was? Das erfahren wir noch in dieser Folge vielleicht. Mal schauen. Glaube ich wohl eher nicht, aber man weiß ja nie. Schleimvieh. Na super. Super genial gelöst das Spiel. Was zum... Welcher Konami-Mitarbeiter Blödmann hat das denn entworfen hier? Ach so, ich bin total verkehrt. Von der Decke, jetzt kommen sie aber, jetzt geben sie mir aber richtig. Die hassen mich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, dieses Getippel hier, das geht mir ja tierisch auf den Senkel. Ja, aber ich nehme das nehme ich gerne mit. Habe ich schon mal gesagt, dass Harry sich ganz bescheiden lenken lässt. Etwa wie ein Panzer. Bloß undynamischer wie ein Panzer. Ach, die schon wieder. Ja, hallo. Ich hätte immer vor, ich müsste die alle töten. Das wäre ja grausamst, wenn ich den anderen hinterherrennen müsste. So, ich muss hier lang. Grausamst wäre das. Ja, ich renne einfach mal, ne? Oh Gott. Irgendein fettes Monster. Zombies und Monsters. Und ich, Ach so. Was machen denn Pferde hier? Oh Gott, schnell weg hier. Ich will nicht wissen, was das war. Okay, bin ich hier irgendwo? Oh Gott. Ich habe keine Karte von diesem Ort. Ja, ohne Karte bin ich tot. Ohne Karte bin ich kein Mann. Naja, ich mache hier mal einen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Folge. Bis dahin, Tschüssikowski.